Minecraft-Skins. Jeder will sie, jeder braucht sie. Aber wie kann man die ganz einfach mit dem Smartphone machen? Nun, das erkläre ich euch heute in diesem Tutorial. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Ich mache das hier jetzt auf einem Windows Phone vor. Geht natürlich auch auf iOS und Android. Dazu müsst ihr in euren Store gehen und eine App runterladen. Die nennt sich MC Skin Editor. Das ist hier bei mir auf meinem Windows Phone. Ja, ich bin einer der wenigen, der Windows Phones nutzt. Das ist hier die da. Der ist da. Gut. Moment. Ja, komm. Weg da. Kusch. So. Nein, das ist mega. Falsche App. Benutze ich eigentlich eher gar nicht. Auf Windows Phone ist das hier, dieser komische grüne Männchen da, wo der gelbe Punkt ist, das, was ich gerade verschiebe, das Bild dafür. Bei iOS weiß ich nicht, bei Android ist es so ein MC-Skin halt einfach. Gehen wir mal in die App rein. Die startet sich so. Ich schau mal kurz, ob mein Aufnahmeprogramm auch noch was es soll. Nein, tut es nicht. Doch, tut es. Brav. Okay. So, das sieht hier bei Windows Phone so aus, bei Android ein bisschen anders. Wie gesagt, ich kann es euch leider nur auf Windows Phone zeigen, da ich nur ein Windows Phone habe. Ich habe hier schon zwei Skins. Ja, die schon länger auf meinem Kanal sind, wissen, dass das mein Skin ist. Das ist ein Weihnachtsskin, den ich da einfach so just for fun erstellt habe. Und dann könnt ihr, boah, bei mir hier im Hintergrund donnert's. Dann könnt ihr hier einfach auf blank gehen. Das ist ein blanker Skin. Also so könnt ihr frei nach Schnauze Skins erstellen. Oder ihr nehmt hier welche aus dem Forum. Also Moment, ich klicke da mal jetzt drauf. Da könnt ihr hier normale Skins nutzen, solche Skins, ja, ich weiß. Mob-Skins, Xbox sogar. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir gehen jetzt mal hier auf den. Und da könnt ihr euch erstmal irgendeinen Namen für den Skin ausdenken. Das ist völlig wurscht, so wird dann die Datei heißen. Ich lasse ihn jetzt mal auf. Was war denn da? Ich lasse da einfach Skin stehen. Ja, ich lasse da einfach My Skin stehen. Und dann können wir hier einfach frei nach Schnauze arbeiten. Wir klicken da einfach drauf. Ihr könnt das hier jetzt mit der Maus, glaube ich, sehen. Und dann müsst ihr einfach hier die Seiten des Kopfes halt in dem Fall bezeichnen. Das ist hier jetzt zum Beispiel in der Mitte die Front. Also so wie es vorne aus sehen wird. Ich mache das hier jetzt in Blau zum Beispiel vor. Genau, in Blau. Ich male jetzt einfach irgendwas hin. Braucht den Skin später eh nicht. Das ist hier jetzt nur so ein Testskin. Und dann nehme ich noch ein bisschen davon. Wie ihr seht, könnt ihr hier ganz einfach pixeln, wie ihr wollt. Beispiel rote Augen. Nee, das sieht gerade blöd aus. Das sieht besser aus.
Oder nur unten schwarzen Mund vielleicht. Ja, okay, ich kann nicht richtig zeichnen in dem Fall, aber ihr wisst, was ich meine. Wobei, ich könnte es jetzt korrigieren. Das mal. Nee, das war falsch. Ich korrigiere das mal schnell so. Und hier vielleicht noch so eine wilde Augenbraue. Hier noch ein Zinken. Und dann könnt ihr da einfach wieder back gehen. Und dann sieht man das halt. Und das könnt ihr mit dem ganzen Skin machen. Ja. Ihr könnt hier sogar auf so ein Auge klicken. Und dann seht ihr, wie euer Skin erstmal aussehen wird. Klar, das Graue, das sieht blöd aus, aber das wäre jetzt zum Beispiel da, das da, das Gesicht vom Skin. Verschieben kann man den auch. Und wenn ihr fertig halt seid, könnt ihr hier einfach, Moment, da auf Upload klicken und dann wird er das halt einfach speichern in eurer Cloud. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie das so aussieht, wenn man da einen an sich so einen Skin komplett erstellt hat. Ich mache das hier jetzt mit meinem Original-Skin vor. Das sieht dann so aus. Viele kennen meinen Skin. Das sieht dann halt so aus, wie ihr euren Skin halt machen wolltet. Wie ihr seht, könnt ihr den drehen, wie ihr wollt. Ja, ihr müsst halt die verschiedenen Seiten berücksichtigen. Ihr könnt hier, glaube ich, sogar 3D-mäßig was machen. Genau. Ich habe das jetzt bei dem Skin nicht gemacht, aber ich glaube bei dem anderen. Ja, genau. Bei dem habe ich das gemacht. Da habe ich das halt nochmal 3D-mäßig gemacht, so dass es aussieht, wie, als ob der eine Mütze auf hätte. Das kann ich auch nochmal kurz zeigen. Das sieht dann in dem Fall jetzt so aus. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Boah, es donnert total. Ja. Die Bedienung ist auf verschiedenen Geräten ein bisschen anders. Ja. Ihr könnt den auch hochladen direkt. Ich habe nur noch nicht rausgekriegt, wie. Bei mir scheint das irgendwie zu buggen, beziehungsweise zu funktionieren. Ja, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video weiterhelfen können in dem Punkt. Und ja, aktuell haben wir Samstag. Und ja, ich bin also die nächsten Tage in Italien, kurzfristig, beziehungsweise Wochen, und werde ab und zu was hochladen vielleicht, wenn es klappt. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber um des Redens willen werde ich jetzt aufhören zu reden. Ich sag bis zum nächsten Video und tschüss!